Was machst du denn? Es tut mir so leid. Ich bleib bei dir. Wir wollten einfach nur ein paar Tage für uns haben. Nach der Hochzeit. Ihr habt geheiratet. Bitte. Ich will das jetzt nicht. Ich meine, ich will jetzt nicht reden. Ist schon gut. Am besten du versuchst jetzt erstmal ein bisschen zu schlafen. Ich räume mir auf und dann lege ich mich aufs Sofa. Okay. Ich kann da nicht reingehen. Sie sind doch keine kleinen Kinder mehr. Sie müssen allmählich begreifen, dass die Schule zu vernachlässigen bedeutet, seinen Platz im späteren Leben zu gefährden. Lisa und Konstantin sind Teenager, verliebte Teenager. Da ist es doch normal, dass sie ihre Finger nicht voneinander lassen können. Das weiß ich, ich bin nicht von gestern. Aber deine Tochter hat massive Schulprobleme, da gibt es Prioritäten. Musst du wirklich schon los? Ja, aber ich rufe dich später an, okay? Okay. Brandner? Frau Aselmeier? Nein, davon wusste ich nichts. Nein, ich habe keinen Brief bekommen. Ja, das werde ich machen. Heute noch. Worauf Sie sich verlassen können. Sie war so eine liebenswerte, schöne junge Frau. Warum habe ich ihr nicht verziehen? Darfst du jetzt keine Vorwürfe machen? Ich wollte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Sie wusste, dass du sie geliebt hast. Eines Tages tut es nicht mehr weh. Meinst du? Es war gut, dass du noch im Krankenhaus warst. Man muss Abschied nehmen und loslassen. Mutter. Loslassen, nicht vergessen. Und eines Tages wirst du dich dann nur noch an die schönen Dinge erinnern. Glaub mir. Wenn ich daran denke, dass ich dich auch noch verteidigt habe. Du hattest von Anfang an recht. Erfahrungssache. Ich erinnere mich an eine junge Dame hier in diesem Haus vor 20 Jahren. Papa! Tja, das wird morgen ein anstrengender Tag auf der Baustelle. Gute Nacht. So, und jetzt wieder zu dir, mein Fräulein. Warum habe ich den Brief von deiner Lehrerin nicht bekommen?
Was hast du dir dabei gedacht? Es tut mir leid. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Ich habe mich nicht getraut, ihn dir zu geben. Was hast du denn geglaubt? Dass ich dir den Kopf abreiße? Lisa, wenn du Probleme in der Schule hast, bitte sprich mit mir. Früher oder später fahre ich ja sowieso. Bitte komm. Was ist denn genau passiert? Ich muss ja Bescheid wissen, wenn ich bei Asenmeier antanzen muss. Ja, also... Ich habe ein paar Arbeiten verhauen. Und... die ein oder andere Stunde versäumt. Du hast geschwänzt? Okay. Ich muss erst mal darüber nachdenken, wie das hier in Zukunft weitergehen soll. Cecile? Ich bin Scala. Kaffee? Es geht schon. Leo, es tut mir leid, dass ich jetzt davon anfange. Das Krankenhaus hat angerufen. Wir müssen uns um die Beerdigung kümmern. Wenn du willst, erledige ich das. Nein, das erledige ich schon. Wirklich? Ich komme klar. Aber wirklich, Carla, vielen Dank, dass du mir geholfen hast, dass du dich um mich gekümmert hast. Aber ich glaube, von jetzt an, da muss ich allein klarkommen. Wenn irgendwas ist, ich dir helfen kann, dann rufst du mich an, ja? Ehrlich. Sie hatten gerade erst geheiratet. Grauenvoll. Fürchterlich ist das. Fürchterlich. Was ist denn mit dem Baby? Das ist auch gestorben. Oh Gott. Wie verkraftet es Ihr Bruder? Ich glaube, er steht unter Schock. Das kann ich sehr gut verstehen. Entschuldigen Sie bitte. Ich bitte Sie. Wenn wir irgendetwas tun können. Danke, das ist sehr nett. Aber das ist ja das Schlimme. Man ist so hilflos, man kann gar nichts tun. Und Leo? War er Zeuge des Unfalls? Er hat es von Jana erfahren. Und Jana? Sie hat doch im Krankenhaus zu ihm gestanden. Ich glaube, ich rufe sie mal an. Ja, mach das. Susanne, ich wollte mich entschuldigen. Ich habe wirklich Mist gebaut, aber in Zukunft werde ich... Was ist denn los? Ihr seht ja aus, als ob jemand gestorben wäre. Ach, Lisa. Cecile ist verunglückt. Oh Gott. Ist sie... Wie hätte ich denn schlafen können? Immer wenn ich die Augen zugemacht habe,
habe ich Cecile vor mir gesehen. Das verstehe ich. Und Leonard, wie soll ich ihm begegnen? Als Cecile noch gelebt hat, war alles einfach. Ich konnte ihn hassen, konnte ihm vorwerfen, dass er mein Leben zerstört hat. Und nun? Er ist mein Sohn, Mutter. Heißt das, du gehst zu ihm? Er muss entsetzlich leiden. Es wird ihm nicht besser gehen als dir. Glaubst du nicht, dass er dich braucht? Jetzt mehr denn je? Hallo, Leonard. Was willst du hier? Ich dachte... Was du hier willst, habe ich dich gefragt. Leonard! Du willst mich doch bloß leiden sehen. Leonard, so etwas darfst du nicht einmal denken. Dir bereitet es doch Genugtuung, dass ich Cecile verloren habe. Weil ich sie auch nicht haben kann. Oder wenn du nur hier bist, um zu sehen, wie dreckig es mir geht. Bitte schön, bitte, bitte. Ich hoffe, dir geht's jetzt besser. Deswegen bin ich nicht hier, Leonard. Ich wollte doch nur, ich wollte bei dir. Ich wollte sehen, ob ich dir irgendwie helfen kann. Niemand kann mir helfen! Verstehst du das? Niemand! Ich hab Cecile und mein Kind verloren. Das tut mir leid für dich, Leonard. Dein geheucheltes Mitleid, das kannst du dir sparen. Leonard. Wenn du mir wirklich helfen willst, dann halte ich von Ceciles Beerdigung fern. Aber ich wag es nicht, dort aufzutauchen. Und jetzt raus, raus! Leonard? Leonard, bitte machen Sie auf. Ich weiß, dass Sie da sind. Darf ich? Leonard, ich bin gekommen, um Ihnen meine Hilfe anzubieten für das, was jetzt auf Sie zukommt. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgehört und habe ein vertrauenswürdiges Bestattungsunternehmen gefunden. Ich könnte Kontakt mit dem Institut haben. Das habe ich schon erledigt. Dann lassen Sie mich die Trauerfeier ausstatten. Nein. Nein? Es wird keine Trauerfeier geben. Aber es würde mir keinerlei Umstände machen. Charlie, bitte verschonen Sie mich damit. Glauben Sie nicht, dass es Ihnen guttun würde, in diesen schweren Stunden unter Ihren Freunden zu sein, mit Ihrer Familie? Meine Familie ist gestern im Krankenhaus gestorben. Hi. Hi. Hallo. Ist Leonard da? Ich glaube schon. Ja, er ist oben. Hier unten würde ihn auch alles an Cecile erinnern. Ich habe das Gefühl, sie kommt gleich rein, legt sich ihre Schürze um und legt los, ja. Geht mir genauso. Sie wird uns allen fehlen. Lass uns gehen. Ich glaube, ich habe gerade einen großen Fehler gemacht. Sie waren bei Leonard? Nur gut gemeint. Ich wollte ihm meine Unterstützung anbieten, ihn trösten, aber... Er wollte davon nichts hören. Also ich gehe jetzt nach oben. Es bringt nichts. Je mehr er sich von uns bedrängt wird, desto mehr wird er sich zurückziehen. Er ist unser Bruder. Wir müssen doch irgendwas tun. Wir können ihn nicht zwingen, Nico. Nein, zwingen können wir nicht. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, wie wir an ihn rankommen.
Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke. Was ist denn hier los? Gut, dass du kommst. Du kannst gleich mit mir zum Markt fahren. Steht irgendwas an? Wir haben überlegt, wie wir Leo helfen können. Seit sie es jetzt tot, zieht er sich völlig zurück. Und deshalb wollen wir heute Abend ein gemeinsames Essen mit seinen Freunden bei euch organisieren. Ja, gute Idee. Ich habe auch schon versucht, an ihn ranzukommen. Aber glaubt ihr, er hat Lust drauf? Das soll er selbst entscheiden. Aber wenn nicht, dann weiß er wenigstens, dass wir in seiner Nähe sind. Na, vielleicht bringt's was. Wollen wir los? Mhm. Dann bis später. Ja, tschüss. Ciao. Wollen wir es versuchen? Ja. Was gibt's denn? Wir haben für später ein Essen geplant, drüben bei Natalie und Gregor. Nur ein paar Leute. Wir beide. Natalie, Gregor. Du? Ich brauch dir nicht einzuplanen. Hast du nicht gesehen, wie fertig Leonard ist? Ja, aber wenn er allein sein will, dann müssen wir das respektieren. Nico! Leonard, mach auf! Was soll das? Habe ich mich gerade nicht klar ausgedrückt? Ich kann einfach nicht mit ansehen, wie du dich hier zurückziehst und niemanden an dich ranlässt. Du musst dir von uns helfen lassen. Am besten wäre mir jetzt geholfen, wenn du augenblicklich wieder verschwindest. Nein, ich lasse dich nicht alleine. Nico, jetzt komm! Wir wissen, wie sehr du Cécile geliebt hast und wie furchtbar es für dich ist, dass du sie verloren hast. Aber wenn wir jetzt zusammenhalten, dann stehen wir das durch, gemeinsam. Wir trauern doch auch um Cécile. Wir? Wir stehen das gemeinsam durch? Was redest du da eigentlich für einen Scheiß, Nico? Ich habe Cécile verloren und du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Aber... Geh bitte. Leonard. Geh! Leo, wolltest du zu uns? Wir würden uns wirklich freuen. Und das tät dir auch gut. Lass mich in Ruhe, Carla. Leo, du kannst doch nicht die ganze Zeit da drüben alleine sitzen. Und was soll ich da? Soll ich mir etwa Geschichten über Cécile anhören oder über das Baby, wie es in ihrem Bauch gestrampelt hat? Leo, ich weiß, dass du gerade durch die Hölle gehst. Du? Woher willst du das wissen? Ich habe nach Annas Tod auch gedacht, dass ich diesen Schmerz nicht überlebe. Man hat das Gefühl, die Sonne geht nie wieder auf. Ja. Wenn sie nur an einem einzigen verschissenen, verdammten Morgen nicht aufgegangen wäre, dann würde sie vielleicht noch leben. Aber sie scheint jeden Tag, als ob nichts gewesen wäre. Leo, ich habe mir irgendwann gesagt, dass ich froh sein kann, Hannah überhaupt getroffen zu haben. Ach komm, Carla, hör doch auf. Hör auf mit so einem Mist. Gleich erzählst du mir wahrscheinlich noch so einen Schwachsinn wie, boah, die Zeit heilt alle Wunden oder sowas. Du denkst, du verstehst mich? Nur weil du auch meine Freundin verloren hast? Ich habe meine Frau verloren und mein Kind, meine ganze Familie, einfach alles. Und gerade, wo wir anfangen wollten zu leben, wie eine ganz normale Familie, weißt du, wir hatten so wenig Zeit. Ich weiß. Vater trauert auch um sie. Tu mir einen Gefallen, Carla.
Sieh zu, dass Vater nicht auf der Beerdigung auftaucht, hörst du? Auf keinen Fall! Susanne, einen Schluck Wein? Gerne. Ist Lisa schon zurück? Nein. Immer noch nicht? Susanne, es ist doch eine besondere Situation. Ich finde es gut, dass Lisa im Moment für Konstantin da ist. Danke. Ja, trotzdem, wenn Lisa nicht aufpasst, bleibt sie sitzen. Zurzeit hat sie nur ihren Konstantin im Kopf. Sie macht im Moment, was sie will. Ich habe die 13 noch gesehen. Aber meint ihr, dieser Blödmann von Ferrer wartet, bis die 9 an der Haltestelle ist und ich umsteigen kann? Diesmal ist es die böse Straßenbahn, die schuld ist. Du bist schlicht und ergreifend zu spät los. Sorry. Hier geblieben. Was wird das denn jetzt? Ein Verhör? Schluss jetzt. Sonst gibt's Hausarrest. Das kannst du doch nicht machen. Bitte. Susanne, ist doch ein bisschen hart. Hm? Hart? Ich muss morgen früh zur Lehrerin, weil Lisa ständig schwänzt. Ich reiß mich ab jetzt zusammen. Versprochen. Ach, der Schule habe ich übrigens Entschuldigungsfax geschickt. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Danke. Danke. Wie geht's Leonard? Er blockt total ab. Hi, Lisa. Er lässt niemanden an sich ran. Dann hat er seine Meinung über mich und die Beerdigung wohl auch nicht geändert. Er will absolut nicht, dass du kommst. Ja, da kann man nichts machen. Wie bitte? Das ist ja wohl eine Frechheit. Ansgar, das ist eine Sache zwischen Vater und ihm. Es geht dich überhaupt nichts an. Also Moment mal, dieser Streit belastet die ganze Familie. Wenn Vater zu der Beerdigung von Cecile gehen will, jetzt dann... fangt ihr nicht auch noch an, ja? Ansgar. Hast du einen Moment? Aber für dich doch immer, Schwesterherz. Bitte. Es ist wirklich besser, wenn Vater nicht mit zur Beerdigung geht. Es tut mir leid, aber das sehe ich anders. Sag mal, ist das so schwer zu verstehen? Ich will einfach nur, dass in dieser Familie endlich mal Vaters Wille respektiert wird. Auch er war mit Cecile verheiratet. Auch er hat ein Recht darauf, sich von ihr zu verabschieden. Aber nicht zusammen mit Leonard. Ich bitte dich. Vater und Leonard wissen beide, wie man sich auf einer Beerdigung benimmt. Vater will keine Eskalation. Aber du vielleicht. Na klar. Je schlechter er sich mit Leonard versteht, desto besser kannst du den braven Sohn spielen. Du siehst nur Leonard. Er ist nicht der Einzige, der leidet. Dass ich nicht lache. Du hast Cecile doch nie gemocht. Glaub doch, was du willst. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss mich noch umziehen. Hallo. Hallo. Und, wie war es bei der Frau Asemeyer? Wie soll's schon gewesen sein? Lisa schwänzt häufig und ihre Leistungen lassen zu wünschen übrig. Das hatten wir schon. Frau Asemeyer hat mir noch mal eindringlich ins Gewissen geredet. Wenn Lisa nicht mehr tut, schafft sie die Versetzung am Ende wirklich nicht. Naja, vielleicht war das ja auch nicht alles ihre Schuld. Ich meine, der Umzug nach Deutschland, meine Beziehung mit Carla, ist vielleicht alles ein bisschen viel. Also ich glaube, das dient ihr im Moment eher zum Vorwand für ihre Eskapaden. Seit wann bist du eigentlich so konsequent? Bei dir habe ich es nicht geschafft. Brandner? Ah, Frau Aselmeier. Was? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Pepper! Pepper! Entschuldigung, haben Sie einen Hund gesehen?
mittelgroß gefleckt mit Schall. Nein, tut mir leid. Sorry. Du musst dich anziehen. Wozu denn? Die Beerdigung. Die fängt gleich an. Na und? Ich halte es doch auch kaum aus. Aber Cécile würde wollen, dass du sie auf ihrem letzten Weg begleitest. Ich weiß, dass du Angst hast vor der Beerdigung. Aber du musst jetzt stark sein. Du wirst es dir ewig vorwerfen, wenn du nicht hingehst. Ich kann dir eine Angst nehmen. Vater kommt nicht. Das Gesicht des Verkäufers werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Kannst du mir mal sagen, was du hier machst? Warum bist du nicht in der Schule? Ich... Erzähl mir bloß nicht, du wärst da gewesen. Ich habe mit Frau Aselmeier telefoniert. Ich war auch nicht in der Schule. Ich habe Pepper gesehen. Pepper? Ja. Und ich bin ihm nachgelaufen. Coco war doch so traurig, dass er weg ist. So, Pepper. Ja. Das ist ja wohl die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe. Los, einsteigen. Das ist keine Ausrede. Das stimmt wirklich. Rein mit dir. Susanne, du musst mir glauben. Morgen erzählst du mir, die Schule wäre von Außerirdischen besetzt. Rein. Es ist die Wahrheit. Darf ich? Du bist ja noch gar nicht umgezogen. Ich gehe nicht zur Beerdigung. Wahre Liebe zeigt sich im Verzicht. Es hat so viel Streit gegeben um Cécile. Findest du, dass Leonard dieses Opfer wert ist, Vater? Du hast sie geliebt. Bis zum Schluss. Nicht weniger als er, und deswegen hast du genau wie er auch ein Recht, dich in Würde von ihr zu verabschieden. Vater, das bist du Cécile schuldig. Du bist es ihr schuldig und deine Liebe zu ihr. Ja, vielleicht. Aber es geht nicht. Du nimmst also nach wie vor Rücksicht auf Leonard, ja? Trotz allem. Weißt du, das ehrt dich, Vater. Aber es ist in diesem Fall einfach unangebracht. Komm mit zur Beerdigung. Nein, Ansgar, ich komme nicht mit zur Beerdigung. Vater, Leonard möchte es nicht und... Ich werde seinen Wunsch respektieren. Hat Leonard dich eigentlich jemals gefragt, ob es dich stört, dass er dir die Frau weggenommen hat? Cécile ist tot. Die Zeit, so etwas gegeneinander aufzurechnen, ist vorbei.
Natürlich. Entschuldige. Trotzdem kann er dir nicht verbieten, dich von ihr würdig zu verabschieden. Ihr die letzte Ehre zu erweisen. Vater Cecile war jahrelang die Frau an deiner Seite. Wie jeder andere auch brauchst du einen Abschied. Und wenn es nur dafür ist, zu begreifen, was passiert ist. Ich könnte doch später zum Grab gehen. Allein. Das ist doch nicht dasselbe. Nein. Das ist nicht dasselbe. Wirklich, Susanne. Pepper ist da vorne über die Straße gelaufen. Und er hatte einen Schal dabei. Und Moonboots und Handschuhe trug er natürlich auch. Nein, verdammt, es war so. Ich habe ihn gesucht, aber er ist wieder verschwunden. Verspätete Straßenbahn, verschwundene Hunde. Lass dir wenigstens was Besseres einfallen, wenn du mich schon anlügen musst. Oder gib doch einfach zu, dass du bei Konstantin warst. Mann, du glaubst mir doch sowieso nichts mehr. Lisa, ich versuche dich ja zu verstehen. Dein erstes Schuljahr in Deutschland, du bist glücklich verliebt. Trotzdem darf die Schule nicht darunter leiden, sonst kannst du das Abi abhaken. Jetzt übertreib doch nicht gleich. Meine nächsten Klassenarbeiten werden wieder besser. Chemie 5 minus, Mathe 4 bis 5, Deutsch. Woher weißt du das? Von Frau Aselmeier. Das Gespräch mit ihr war wirklich nicht lustig. Sie hat dir die Noten gesagt? Ja, und noch was. Dass du nicht versetzt wirst, wenn deine Leistungen nicht besser werden. Ich rufe Leonard an. Vielleicht will er ja doch abgeholt werden. Meinst du wirklich? Wir können ihn doch jetzt nicht alleine lassen. Nico, er will es so. Wenn er uns braucht, dann wird er sich melden. Dankeschön. Danke, danke. Ansgar, können wir gehen? Ja, sofort. Ach, Frau Kepler, holen Sie doch bitte meinen Vater und mir den Mantel, ja? Selbstverständlich. Wieso Vater? Weil er uns begleiten wird. Ansgar, Leonard hat ausdrücklich Leonard gesagt... Leonard hat kein Recht, ihm zu verbieten, an der Beerdigung teilzunehmen. Und das hat inzwischen auch Vater eingesehen. Die große Abrechnung zwischen Vater und Sohn am offenen Grab. Was Geschmackloseres hättest du dir nicht einfallen lassen können? Du weißt ganz genau, dass Leonard das nicht will. Sag mal, warum zweifelt eigentlich keiner von euch auch nur ein einziges Mal an Leonards Verhalten? Erst hat der Vater die Frau weggenommen und jetzt will er auch noch verhindern, dass er sich von ihr verabschiedet? Ja, Ansgar hat nicht Unrecht. Vater, glaubst du, das ist richtig? Danke sehr. Ich werde mich von der Trauergesellschaft fernhalten. Leonard wird gar nicht mitbekommen, dass ich da bin. Wie du meinst. Ich hoffe, das geht gut. Susanne, wolltest du nicht noch einkaufen? Umgezogen bist du auch noch nicht. Ich muss mich jetzt erstmal um Lisa kümmern. Mach dir keinen Stress. Komm einfach später vorbei, wenn du Zeit hast. Aber ich kann doch nicht einfach von Cecils Beerdigung wegbleiben. Ich meine, das wird für dich bestimmt auch sehr hart. Ich schaff das schon. Es ist wirklich in Ordnung. Ja. Na gut, dann bleib stark. Hm? Ich liebe dich. Ich dich auch. Und was ist jetzt mit dir? Ich komme nicht mit. Das Leben geht weiter und die Probleme leider auch. Also, los. Ja, Gott, wir sind viel zu spät dran. Wo sind deine Schulhefte? Bitte? Deine Hefte, ich möchte sie sehen. Willst du mich jetzt kontrollieren? Ich habe in letzter Zeit zu viel gearbeitet und dich für zu erwachsen und selbstständig gehalten. Beides war ein Fehler. Und deswegen werde ich ab jetzt jeden Tag kontrollieren, was ihr in der Schule gemacht habt, welche Hausaufgaben du hast. Und natürlich werden wir zusammen für deine Klassenarbeiten lernen.
Du willst mich behandeln wie ein kleines Kind? Ja. Leider ist es nötig. Wir begleiten Cécile de Morand auf ihrem letzten, für uns alle schmerzvollen Weg. Es ist für mich jedes Mal wieder schwer, die richtigen Worte für diesen traurigen Moment zu finden. Und so hilft es vielleicht in Dankbarkeit an die gemeinsame Zeit, mit Cécile zu denken. Sie durften sie als fröhliche, lebensbejahende Frau kennenlernen. Sie durfte an ihrer Seite sein und das Leben mit ihr teilen. Und das ist ein großes Geschenk. Ihr unerbittlicher Glaube an die Liebe hat sie ausgemacht. Und sie hat sich nicht gescheut, dafür einen langen und oft beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen. So unbegreiflich es uns erscheinen mag, dass sie uns durch einen tragischen Unfall entrissen wurde, so mag der Gedanke trösten, dass unser Herrgott sie in Liebe bei sich aufgenommen hat. Ihr Herrgott. Warum hat er das getan? Warum? Warum hat er mir meine Frau und mein Kind weggenommen? Ihr Gott, weißt du überhaupt nicht, was Liebe ist? Hallo, ist Lisa da? Ja, aber nicht ansprechbar. Quatsch, komm rein. Hallo. Hallo. Hast du Pepper wirklich gesehen? Ja, heute Morgen. Woher weißt du das denn? Sie hat mir eine SMS geschrieben. Oh, jetzt kriege ich noch mal 2 Wochen Hausarrest. Aber das ist mir auch egal. Du hältst dich an unsere Abmachung? Ja. Tschüss. Was ist denn bei euch los? Susanne glaubt mir nicht, dass ich wegen Pepper nicht in der Schule war. Komisch. Dabei sagt meine Schwester immer die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Halt dich da raus. Dabei hat sie uns wirklich belogen. Ständig. Als sie sich von Papa getrennt hat, wir nach Deutschland gezogen sind. Aber das geht ja in Ordnung. Wieso kann sie nicht einfach vergessen, dass ich ein paar Arbeiten verhauen habe? Sie hat Angst, dass du in der Gosse landest. Das werde ich aber nicht. Und ich dränge mich auch an. Aber sie glaubt mir sowieso nichts mehr. Lisa, bitte, wo hast du Pepper gesehen?
Cecile. Ich möchte für Cecile ein kleines Gedicht sprechen. Das Gute fliegt jetzt davon. Dorthin, wo nicht immer alles in die Vergangenheit fällt, sondern auf und unter geht wie die Sonne. Du wirst mir so fehlen. Ich will noch einen Augenblick mit ihr allein sein. Ist gut. Pepper? Hey, das gibt's ja nicht. Wo sind denn deine Moonboots und die Handschuhe? Ach, warum glauben Mütter eigentlich ihren Töchtern nie? Oh. Ja, ich hab verstanden. Ich werde mich bei Lisa entschuldigen. Versprochen. Schon mal auf den Weg machen? Friedhöfe sind nicht gerade meine Lieblingsorte. Du hattest recht. Es war richtig, dass ich hier war. Ich weiß, dass Carla das nach wie vor anders sieht, aber ich denke, da ist sie etwas hysterisch. Kommst du mit ins No Limits? Wir haben da eine kleine Trauerfeier organisiert. Ich denke, Vater möchte ganz gerne hier noch etwas alleine sein. Und? Ich habe überall gesucht, an der Stelle, an dem du ihn gesehen hast. Aber er ist hier vom Erdboden verschluckt. Du findest ihn bestimmt noch. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass er noch am Leben ist. Ja, und er sah kerngesund aus. Hallo. Hey. Hallo. Am besten, ich gehe nachher noch mal los und suche nach ihm. Ich fürchte, das ist zwecklos. Ich hatte einen sehr außergewöhnlichen Fahrgast, der im Moment ziemlich schüchtern geworden ist. Na, komm schon rein, junge Mann. Herr Pepper! Hey, wo hast du denn gesteckt, mein Kleiner? Das frage ich mich auch. An der Stelle, an der du ihn heute Morgen gesucht hast. Du glaubst mir? Auch Mütter können dazulernen. Entschuldigung. Können wir das Ganze vergessen? Ausnahmsweise. Meine geliebte Sissi. Mein kleiner Julius. Wir drei hatten doch noch so viel zusammen vor. Thank you.
Ich wollte mit dir Fußball spielen, Julius. Deine Mutter hätte zugesehen und laut gelacht. Ein wunderschönes Lächeln, Cecile. Ihr könnt mich doch nicht einfach so allein lassen. Ohne euch macht das alles keinen Sinn mehr. Du bist immer noch im No Limits? Ich glaube nicht, dass Leonard noch vorbeikommt. Ja, komm lieber nach Hause und lass ihn allein. Bis dann. Eine Eilsendung für Gräfin von Lahnstein. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist für mich. Das sind Sie ja, Frau Gräfin. Wie war die Beerdigung? Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Wenn Sie wünschen, bringe ich das Päckchen gleich zu Ihnen nach oben. Ich nehme es selber mit. Bringen Sie mir bitte noch eine Flasche Rotwein. Danke. Wie Sie wünschen. Zwischen uns gekommen ist, Leonard. Ich wollte dir sagen, wie sehr ich das bedauere. Ich auch. Komm nach Hause, Leonard. Schnell um, danach ist es gemütlich. Okay. Möchtest du vielleicht heute noch irgendwas unternehmen, um auf andere Gedanken zu kommen? Nein, nur aufschreiben. Sag mal, ist das hier nicht das Fläschchen, das ich letztens für dich ins Labor gebracht habe? In dem das Atropin festgestellt wurde, ja. Und habt ihr noch irgendwas Neues herausgefunden? Nein, und ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich denken soll. Also einerseits trägt das Ganze Ansgars Handschrift, andererseits, es geht hier um versuchten Mord. Den eigenen Vater zu vergiften. Dazu gehört schon eine ganz besondere Neigung. Sobald hier etwas Ruhe eingekehrt ist, werde ich mit ihm drüber sprechen. Und was ist mit der Polizei? Ich warte erstmal Vaters Meinung ab. Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Gräfin. Stellen Sie es auf den Tisch. Hauptsache, ihr findet den Schuldigen. Bist jetzt erstmal du.
Viktor, wo haben Sie denn Ihre Manieren gelassen? Es gibt schlechte Neuigkeiten. Oh, nichts anderes bin ich ja von Ihnen gewohnt. Seien Sie mal froh, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Ich verstehe nicht ganz. Nun, früher wurden die Überbringer schlechter Nachrichten ja schon mal hingerichtet. Wir dagegen leben in modernen Zeiten. Also, was gibt's? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Die Gräfin hat eines von Dr. Bentheims Medizinfläschchen gefunden. Ihre Schwester muss das Fläschchen in ein Labor geschickt haben. Vorhin hat es von dort ein Bote gebracht. Ach so. Na, dann ist ja alles klar. Waren vielleicht auch noch Ihre Fingerabdrücke dran? Was sollen wir denn jetzt tun? Wir könnten Ihnen die Finger abhacken. Dann kann man keine Fingerabdrücke mehr von Ihnen nehmen und Sie wären aus dem Schneider. Aber wenn man uns mit dem Gift in Verbindung bringt, dann... Abwarten. Morgen werde ich erstmal rauskriegen, was meine Schwester weiß und was nicht. Und Sie verhalten sich bis dahin unauffällig, ist das klar? Ja. Warum ist mir bloß nicht früher aufgefallen, wie unglaublich dumm er ist? Viktor? Was? Haben Sie den Grafen gesehen? Von dem komme ich ja, hört Musik. Ich meine den Grafen Landstein Senior. Nein. Er müsste längst hier sein. Guten Abend, Graf Landstein. Guten Abend, Frau Kepler. Kann ich etwas für Sie tun? Leonard. Ich meine, Herr Graf. Schon gut, Frau Kepler. Lassen Sie bitte das Zimmer meines Sohnes herrichten. Ich werde mich sofort persönlich darum kümmern. Danke, Frau Kepler. And then I thought I would need money if I was going to go to London. Good morning, what's up? Ja, hat Lisa nicht toll gelernt? Ach ja, wenn sie so weitermacht. Wo kommst du denn her? Sei nicht so neugierig. Man wird ja wohl mal fragen dürfen, oder? Also, wenn du es genau wissen willst, ich habe bei Carla übernachtet. Aber jetzt muss ich auch gleich wieder los. Ja, ich bin auch schon weg. Warte, ich komme mit. Ja. Was für eine Hektik morgens. Ab jetzt greife ich in allen Fächern an. Versprochen. Es wäre so schade, wenn du das Jahr wiederholen müsstest. Das packe ich schon. Ich habe mir sogar einen richtigen Plan gemacht. Willst du mal sehen? Heute Mittag gerne, aber ich muss jetzt wirklich los, ja? Tschüss. Ciao. Ciao, ihr beiden. Viel Spaß. Ich habe mir sogar einen richtigen Plan gemacht. Du hängst dich ganz schön aus dem Fenster, Kleine. So ein Quatsch. Du hast doch irgendwas vor. Klar. Ich will nicht sitzen bleiben. Ich muss die ganze Zeit in sich. Ich auch. Weiß jemand von euch, wann Vater gestern gekommen ist? Ich bin früh ins Bett. Ich auch. Ich hoffe nur, die beiden haben sich nach der Beerdigung nicht gestritten. Oh ja, natürlich. Die beiden sind streitend ins Grab gefallen und niemand hat's gemerkt.
Du bist so geschmacklos. Ach, weißt du, Kalle, mir geht dein moralinsaures Gequatsche auf die Nerven. Wann bist du eigentlich nicht Nonne geworden? Ich meine, so als Lesbe wäre doch ganz praktisch. Ansgar. Was denn? Nur weil ich der Meinung war, dass es besser für Vater ist, auf die Beerdigung seiner Ex-Frau zu gehen, muss ich mich hier ankacken lassen. Ansgar hat recht. Ja, besser kann dieser Tag ja gar nicht beginnen. Willkommen zu Hause. Schön, dass die Familie so zusammenhält. So kenne ich dich ja gar nicht. Dass du dich direkt nach der Schule an die Hausaufgaben setzt? Tja, wenn ich früher anfange, bin ich früher fertig. Essen ist fertig. Räum bitte mal deine Sachen weg. So. Gestern Abend habe ich übrigens auch noch gelernt. Da haben die anderen schon längst geschlafen. Ach ja? Arno schnarcht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie lange hast du denn gelernt? Normalerweise schnarcht Papa erst ab 2 Uhr morgens. Ach, ich hab nicht auf die Uhr gesehen. Naja, vielleicht legst du dich ein bisschen hin. Sicher bist du müde. Das geht schon. Sag mal, kann ich später nicht noch ein bisschen zu Konstantin? Also mir wäre lieber, du würdest 2-3 Stunden schlafen. Außerdem kannst du Konstantin in der Schule oft genug sehen. Aber so eine kleine Belohnung wird doch nicht schaden. Nur weil du einmal einen Abend gelernt hast? Es geht um deine Versetzung. Susanne, Konstantin braucht mich. Er hat seine Familie, die sich um ihn kümmert. Ach, Lisa, bitte, das Thema hatten wir schon. Carla, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ach, was? Ja, meine Bemerkungen heute Morgen beim Frühstück, das war unangebracht. Keine Sorge, dagegen bin ich immun. Weißt du, ich muss wohl für einen Moment die Beherrschung verloren haben. Du tust mir so leid. Weißt du, mir ist ja klar, deine Sorge um Vater und Leonard. Ja. Warum bist du eigentlich wieder so freundlich zu ihm? Im Angesicht von Trauer und Verlust muss die Familie zusammenstehen. Cecils Tod ist dir doch eigentlich egal. Du betrachtest die Ereignisse immer nur danach, ob sie dir nützen oder nicht. Ich habe mich mit Vater ausgesöhnt und ich komme jetzt auch besser mit Leonard zurecht. Er hat dir die Holding und das Schloss überschrieben. Es ist doch kein Wunder, dass du jetzt wieder nett zu ihm bist. Weißt du, dadurch, dass ich ihn ermutigt habe, zu dieser Beerdigung zu gehen, habe ich doch die Versöhnung zwischen den beiden erst möglich gemacht. Ach, Ansgar, wir wissen doch beide, dass du eigentlich das Gegenteil wolltest. Hm? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Vater und Leonard haben sich versöhnt. Es herrscht endlich wieder Ruhe auf Königsbrunn. Worauf willst du hinaus? Aber Schwesterchen, ich freue mich einfach. Bentheims Intrige hat nicht funktioniert. Vater ist wieder gesund. Alles im Lot, oder? Ja, wir haben allen Grund zur Freude. Achtzehn? Ja. 20? Bis später, Carla, ich freue mich. 22. Weg. Weg. So, fertig. Und jetzt? Ach, Lisa, bitte versteh doch. Du kannst heute nicht mehr zu Konstantin. Das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Ja, ich werde jetzt auch ein paar Seiten lesen und dann sowieso wegpennen. Oh, ich bin stark beeindruckt. Ach, wieso denn? Das frage ich mich auch. Pick. Dann schönen Abend noch. Mach nicht mehr so lange, ja? Das musst du ihr nicht zweimal sagen. Jetzt spiele aus. Elisabeth kommt raus. Was wird denn gespielt? Oh, Peak! Ich glaube, Lisa ist auf dem richtigen Weg.
Leonard! Wohin des Wegs? Ich gehe in den Park, ich brauche etwas frische Luft. Na, verstehe ich. Harte Zeiten für dich, was? Naja, ob du es glaubst oder nicht, dass du wieder da bist, freut mich wirklich. Und warum fällt es mir so schwer, das zu glauben? Tja, vielleicht, weil es dir aus verständlichen Gründen zurzeit nicht besonders gut geht. Naja, und du warst ja auch lange nicht hier und... naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich in der Zeit geändert haben sollst. Ach, jetzt komm schon, Leo. Bis vor kurzem konntest du dir doch auch nicht vorstellen, dass du dich mit Vater jemals versöhnen würdest, oder? Das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich mit dir rumzustreiten. Hey, Leo, wer redet denn von Streiten? Tu doch nicht so. Glaub mir, seit Vater mir das Schloss übertragen hat, sehe ich viele Dinge viel entspannter als früher. Entspannter? Ja. Außerdem macht es mir wirklich Spaß, für das Wohl der Familie verantwortlich zu sein. Also, mein Lieber, wenn du irgendwas brauchst, neues Auto, eigene Arztpraxis, komm zu mir. Lass gut sein, Ansgar. Wenn ich sehe, wie gut es uns hier geht, denke ich, ob ich nicht ein bisschen streng gewesen bin zu Lisa. Naja, solange sie nicht besser in der Schule wird. Wenn sie sich weiter so reinhängt, muss ich ja auch mal wieder erlauben, Konstantin zu sehen. Der Eumel ist ja nicht ganz unschuldig an ihren schulischen Leistungen. Er hätte ruhig mal mit ihr lernen können. Zwei frisch Verliebte, die zusammen lernen, kannst du dir das vorstellen? Ansgar war heute irgendwie komisch. Ich hatte das Gefühl, er wollte mich ausfragen. Wie denn? Er erwähnte diese Frau Dr. Bentheim. Deswegen kam er dir komisch vor? Ich werd einfach nicht schlau aus ihm. Einerseits spielt er den netten, geläuterten Bruder. Irgendwas Nettes muss er ja haben, sonst hätte Natalie es nicht so lange mit ihm ausgehalten. Aber andererseits ist er einfach ekelhaft wie eh und je. Deswegen will sie auch nichts mehr von ihm wissen. Susanne, bitte sag du es mir. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich denken soll. Ansgar ist mein Bruder. Hältst du ihn für fähig, unseren Vater zu vergiften? Du weißt, dass ich ihn nicht sehr sympathisch finde. Also ja. Und dann gibt's ja noch dieses Fläschchen Atropin, das eure Hausdame gefunden hat. Ja, eben. Dass Ansgar was mit der Sache zu tun haben könnte, das lässt mir einfach keine Ruhe. Hallo zusammen. Ach, Schwesterchen. Es ist doch immer wieder schön zu hören, was du doch für eine hohe Meinung von mir hast. Kommt Leonard auch noch? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich hingelegt. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er wieder hier ist. Ich auch. Und dass ihr euch wieder vertragen habt. Es ist wichtig, eine Familie zu haben, Nico. Tja, vielleicht hilft ihm das, über Cecils Tod hinwegzukommen. Das wünsche ich ihm sehr. Und du? Schreibst du ganze Romane an Lisa? Ja, ich arbeite unter Hochdruck an dem 10. Band. Und wie heißt der? Wie wär's mit, wenn die Freundin zweimal klingelt? Hä? Verstehe ich nicht. Carla und Susanne. Susanne klingelt immer zweimal. Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, als an der Tür zu lauschen? Ich hab's gestern zufällig mitbekommen. Und heute auch. Susanne ist da? Ihr Wagen steht im Hof. Ansgar, kein Mensch will dir unterstellen, dass du Vater vergiften wolltest. Seltsam. Deine kleine Freundin hier schließt es doch offensichtlich nicht hundertprozentig aus. Also, dass Susanne dir nicht die größten Sympathien entgegenbringt, ist ja wohl verständlich. Nach dem, was du ihr schon alles an den Kopf geworfen hast.
Oh, mir kommen die Tränen. Was ist jetzt diese Geschichte mit diesem Fläschchen? Fläschchen? Was für ein Fläschchen? Ach, bitte, Carla, lass es. Du bist keine gute Lügnerin. Ich wollte dich ja darüber in Kenntnis setzen, aber ich wusste bis jetzt noch nicht, wann und wie. Na, wie schön. Dann hast du jetzt ja ausreichend Gelegenheit. Dieses Fläschchen hat Frau Kepler letzte Woche in der Küche gefunden. Es kam mir gleich irgendwie seltsam vor. Wieso? Ich habe es jedenfalls in ein Labor gegeben. Die Analyse hat ergeben, dass in dem Fläschchen Atropin ist. Moment mal. Willst du damit sagen, die Bentheimer so dämlich, Beweise gegen sich hier zu lassen? Nein. Sie hatte einen Komplizen. Das Fläschchen kam erst hinter den Herd, als sie Bentheimer Schloss schon längst verlassen hatte. Ah. Und dann denkst du jetzt natürlich, der Komplize bin ich? Also wie gesagt, da musst du irgendwas falsch verstanden haben. Na, dann ist ja gut. Dann kannst du mir jetzt ja auch das Fläschchen geben.